Yo, liebe Malonzo-Gang, heute reagieren wir auf Der W, Kafkas Träume. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, mal wieder ein Reaction-Video für euch zu machen. Ich hoffe, ihr natürlich auch. Falls ihr neu seid auf dem Kanal, lasst mir doch gerne ein Like da. Gerne ein Abo auf dem Kanal, würde mich sehr unterstützen und freuen. Wir sind auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten. Nächste Woche wird wieder gestreamt, wie in alter Frische. Und ich würde sagen, wir starten rein. Ich freue mich. Natürlich Vorschläge in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung zu dem Lied. Kennt ihr wahrscheinlich. Und wir geben uns das Ganze einfach mal. So Leute, ich würde sagen, wir starten rein in Kafkas Träume. Ich bin gespannt mit offiziellem Musikvideo. Freu mich. Habe ich auch schon mal in der Doku gesehen. Ich rede, ohne die Zunge zu bewegen. Versuche die zu finden, die mich retten können. Finde Flüche, Schleie, Echo. Will keine Lobgesänge. Wir bauen durcheinander, betreten den Raum. Baut auf jeden Fall schon mal gut auf, das Lied. Natürlich, ihr wisst Bescheid, bei einem Malonzo ist es immer so, ich muss die Lieder 5 bis 6 Mal hören, bis ich natürlich einen tieferen Hintergrund rausziehen kann. Aber mir gefällt der Aufbau schon mal sehr gut und das Musikvideo auch. Gibt leider keine bessere, noch bessere Quali, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Aber gefällt mir schon mal. Musikalisch hat der W mich schon immer überzeugt. Letztes Jahr so oder so im Kapitol, wisst ihr ja Bescheid. Dieses Jahr auch nochmal in Hannover. Ich freue mich drauf. Ehrlich, ich freue mich drauf. Und einfach musikalisch total genial. Finde ich total gut. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Auf weitere Vorschläge von euch, worauf wir reagieren sollten, freue ich mich drauf. Nicht gefolgt von Wehmut und meinem schlimmsten Traum. Ich sammelte Müll, Pisse und Dreck. Mir scheint, ich habe ihre Schatten ewig mitgeschleppt. Welche Tränen, warum vergossen? Ich will allein sein, vergessen. Der Schnee von gestern. Sehr traurig auf jeden Fall. Sehr, sehr traurig. Mir selbst zur Frage, außerstande, zu mir ja zu sagen, in fensterlosen Räumen, dunkler sind Kafkas Träumen, draußen schwarzer Regen, können wir selbst in die Fresse treten. Welche Tränen, warum vergossen? Eingeschlossen in meinem Traum, in dem der Wind.
auch mit seinem coolen Solo noch nebendrin richtig geil. Sogar Dirk, ne, als Gitarrist gefällt mir auch sehr gut. Neben Gonzo auf jeden Fall auch eine gute Nummer, finde ich. Aber das Lied ist echt traurig und düster und auch die Stimmung, die so rübergebracht wird, diese Lautstärke hinter diesem Lied, so die Lautstärke, die sagte schon von dem Lied, yo, die Welt, so eine Welt bricht zusammen oder so. Also es ist echt stark und sehr, sehr energetisch oder wie auch immer man das sagt. Also das ist wirklich, hat auf jeden Fall sehr dolle, eine sehr, 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 sehr gute Energie, die sehr gut rübergebracht wird. Gefällt mir, Leute, gefällt mir. Gänsehaut, Leute. Krass. So, liebe Leute, das war der W Kafkas Träume. Ich hoffe, euch hat das ganze Lied gefallen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr düstere Atmosphäre. Wie schon gesagt, ich muss mir das Lied nochmal öfters anhören, bis ich wirklich den ganzen Inhalt des Songs eben verstehe. Ihr kennt mich ja. Und vielleicht werden wir es im Stream nochmal zusammenhören, weil ich finde sowas eigentlich am besten im Stream nochmal mit den Leuten nochmal solche Songs Revue passieren zu lassen. Finde ich eigentlich immer eine coole Sache im Stream und dann schreiben die Leute ihre Geschichten dazu. Also falls du gerne mal in einem Livestream auch dabei sein möchtest, jeden Samstag 19 Uhr. Ne, ich sag auch manchmal Bescheid, wenn es nicht ist, aber sonst immer Samstag 19 Uhr. Da erzählen dann die Leute ihre Geschichten zu den Liedern oder was sie halt eben mit den Onkels verbinden oder der W halt eben. Und der W musikalisch, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir richtig, richtig gut. Auch das Lied. Das Lied ist so ein bisschen an mir vorbeigeflogen, aber auf jeden Fall kann ich den Hype hinter dem Lied so ein bisschen verstehen. Sehr düster, sehr energetisch und so eine Welt, die zusammenbricht. So fühlt sich das Lied irgendwie an. Aber ja, im Groben und Ganzen hat mir das Lied sehr, sehr gut gefallen. Was ist eure Meinung? Schreibt's rein, liebe Malonze Gang. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und ja, falls ihr natürlich noch weiter der W sehen möchtet, lasst doch gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da oder schreibt noch einen weiteren Vorschlag in die Kommentare. Würde ich mich gerne drüber freuen. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Habt jetzt noch einen positiven Tag.